Wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir sind wieder am Nord-Ostsee-Kanal. Da oben. Sehen, ob man sieht. Zack. Den sieht man nicht, glaube ich. Ist auch ganz schön. Ja, hier ist unser Schlafplatz. Die Koordinaten blenden wir euch mal hier unten ein, ne? Dass ihr auch wisst, wo wir hier genau sind. Wir sehen noch mal ein Schiffchen und wir haben heute Morgen ein Kreuzfahrtschiff gesehen. Zum ersten Mal, seit wir hier am Nord-Ostsee-Kanal angehalten haben, ne? Ja, was war's für eins? Princess? Von Princess, ne? Ja, nee. Pacific. Of, Princess. Genau, von Princess. Da sind wir noch gut. Wir können uns doch noch einen Namen merken, wenn wir uns nichts merken. Ich wusste nur Princess, aber ich... Princess Pacific, Cruises. Also wenn ihr da mehr Informationen hört, Schiffstester, der kann euch da mehr sagen. Wir haben mit Sicherheit. Wir haben da nicht so viel Ahnung von. Ja, wir haben alles schon mal abgebaut, weil ihr wisst ja, wir haben ja so eine Solarplatte drauf auf unserem Auto. Die musste runter, weil wir haben nur 2 Meter und mit der hätten wir... Auch 2 Meter gehabt, aber sicher ist sicher, dann gibt es keine Diskussion und es ist sehr einfach und schnell abgebaut. Ein Kabelbinder, den du abmachen musst und 4 Schrauben und dann ist es schon erledigt. Also da ist das, das macht keinen Sinn, dann zu diskutieren. Genau. Wir werden uns nämlich auch so langsam Richtung, keine Ahnung, wie das Ding heißt, Norwegen-Kai. Norwegen-Kai. Und dann sind wir mal gespannt, was wir heute so erleben. Wetter aktuell noch nicht gut. Aber also, es hat zwischendurch schon mal die Sonne geschienen, es regnet nicht und von daher ist es schon mal, wenn es nicht regnet, gut. Ne? Also, gut, aber es soll noch besser werden. Obwohl sie gestern die ganze Zeit Gewitter angesagt haben. Bei der Ausfahrt. Wir wollen mal gucken. Ja, so waren wir gespannt. Ja, in diesem Sinne soll das später gewesen sein. Stefan macht nochmal eine Drehung und dann ist Feierabend. Ja, das kann ich machen. Bis später. Tschüss. Shut up and sit down. Hallo. Hallo. Wir sehen ein Schiff, ihr nicht. Wir sehen sogar mehrere Schiffe. Ja, schön hier. Aber wir stehen in der Schlange, also Check-in, Warte, Schlange. Aber da ist er schon. Also wir können ja mal kurz drehen. Dann hört ihr uns erstmal einen kurzen Moment nicht, ne? Kein Plan, was ihr jetzt gesehen habt, aber... Ich glaube den Check-in und vielleicht ein kleines Stück des Schiffes. Und ein paar Kennzeichen. Naja. Ich bin gerne Hannoveraner hier. Und Berliner. Hamburger. Und ein Sachse vor uns. Ein Sachse muss irgendwo immer sein. Erzgebirge. Genau. Und da ist ein Braunschweiger aus Norwegen. Ja, der norwegische Braunschweiger. Und ein Bulli aus Norwegen. Ja, wie gesagt, wir sind jetzt mal gespannt, wie lange das alles insgesamt dauert. Haben es jetzt Viertel nach elf. 11:15 Uhr. Richtig. Damit ihr alle Uhrzeiten habt, damit ihr ungefähr wisst, wie spät es ist. Offizieller Check-in erst ab 1 Stunde, aber man sieht ja, was hier schon los ist. Wir sind ganz froh, dass wir doch relativ zeitnah, wobei vielleicht sind wir sowieso schon wieder die Letzten, so nach dem Motto, weiß ich nicht. Das haben sich vielleicht mehrere gedacht, weiß ich nicht. Naja, also aber bis gut, da hinten stehen sie an der Ampel. Wir sind nicht die Letzten. Und wenn die Letzten, werden die Ersten sein. Das, So. Alles klar, dann sind wir mal gespannt und wir werden uns dann nochmal melden, wenn wir auf dem Schiff sind, ne? Das machen wir. Sind auf der Color Fantasy. Genau. Der Colorline Reederei. Deck 9. So viel können wir schon verraten. Genau. Und das heißt es abwarten und keinen Tee trinken, weil wir haben es gerade mal, jetzt muss ich mal eine Sekunde hinter der Kamera. Wir haben es 12:30 und um 13:30, nee, 13:45. Halb zwei, ich meine 13:30 Uhr. Also circa eine Stunde, dann kommen wir auf die Kabine, sind am Achterdeck, das können wir auch schon mal sagen. Ja, und lassen wir uns mal überraschen, was das jetzt hier wird. Auf jeden Fall sind wir schon mal drinnen. War dann relativ schnell, ging das, ne? Das ging relativ schnell dann, ja. Wir haben zwar erst ein bisschen gewartet und dann nochmal gewartet, aber erst war der Check-in, dann war nochmal warten und dann ging es aufs Schiff. Auto steht jetzt unten auf, weiß ich nicht, welchem Deck. Deck 2. Ja, genau. Also weil auf jeden Fall gleich die Ebene, nicht die da drüber und ja, genau. Ja. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir drehen jetzt mal die Kamera und Stefan wandert mal zu der Ansicht, die er dann da genießen kann. Richtig. Weil ich gehe da nicht mit.
So, wir sind gerade zurückgekommen vom Essen, vom Buffet-Restaurant. Was machst du da? Nix. Ja, und was macht der da? Aber lass mal reden. Es ist einfach mal Aussicht da. Also wir würden sie euch ja zeigen, aber eigentlich nein, er macht's doch. Zurück. Ich hoffe, man hat was gesehen. Wenn nicht, tja, wir sehen's ihr dann nicht. Ja, also Buffet-Restaurant haben wir also prima Daumen, glaube 72 Euro bezahlt. Ja. So. Dazu die Getränke musst du nochmal extra. Genau, also eine Cola, also zwei Cola kosten 7,30 Euro, glaube ich, oder 67. Ja, irgendwie so um den Dreh, genau. Ja, sind halt die Preise, das kennt man auf dem Schiff. Aber naja, Essen, es war in Ordnung, aber wir haben auch schon besser gegessen. Es war viel Fisch dabei, viel Lachs, und Lachs kostet natürlich auch, das ist klar, deswegen ist es halt auch ein bisschen teurer. Aber ja, gut, also von der Qualität her war es wirklich in Ordnung, ja. Hat noch jemand anders außer du Lachs gegessen? Ja, du. Ja, ich habe auch Lachs gegessen. Mhm. Obwohl er ja normalerweise kein, also nicht so viele Sorten und so viele Sachen mag. Also von daher, ja. Mhm. Habe ich probiert und habe noch ein bisschen dazu gegessen. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, beziehungsweise wir blenden euch jetzt mal kurz ein paar unser Sachen Essen ein, sozusagen, oder das, was es so buffetmäßig gab. Ich glaube, es gibt noch ein paar Sachen mehr, aber das, was ich halt filmen konnte, genau, wo nicht zu viele Leute waren, das habe ich jetzt gefilmt. Das zeigt er euch jetzt mal. Genau. Und? Werdet ihr hungrig? Oder sagt euch, boah? Also wir sind satt. Also wir sind auf jeden Fall satt. Ich habe auch lecker Schokopudding mit Vanilleeis gehabt. Das ist eine Kombi. Ja, der Schokopudding war dir zu schokoladenbitter. Genau, der war ganz schön bitter. Mal oder so, ne? Wahrscheinlich laktosefrei, und deshalb war der nicht so gut. Keine Ahnung. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen auf Deck 7 gehen. Da kann man draußen stehen. Ja. Und dann wollen wir uns vielleicht die Show anschauen, mal gucken, ob das funktioniert. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann sind wir in Norwegen. Mehr gibt es heute hier nicht zu sehen. Wenn ihr wollt, wir haben irgendwo noch so einen Schiffsrundgang gemacht. Den könnt ihr euch dann auch anschauen. Entweder, wahrscheinlich kommt das dann später. Entweder kommt das später oder er lief schon. Wir wissen es noch nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Und dann würde ich sagen, war es das für heute, ne? Ja, wir können euch nochmal die Promenade einmal zeigen, wo es heruntergeht. Genau, mach das noch so zum Schluss. Ich hoffe mal, das konnte man sehen. Ansonsten dann vielleicht nochmal eine Einblendung. Es muss reichen. Und deshalb sagen wir gute Nacht und bis morgen. Bis morgen. Schönen guten Morgen aus Norwegen. Jawohl. Endlich haben wir es geschafft. Wir sind noch lange nicht angekommen, aber wir sind schon mal in Norwegen. Das alles da. Alles Norwegen. Ja, da ich alles. Kann ja mal kurz rumfilmen. Ja, im Moment schon sehr, sehr schöne Landschaft. Müssen wir mal abwarten. Wird mit Sicherheit noch spektakulärer. Es ist kurz nach 8 für euch, also wir sind auch wieder sehr früh wach. Ja. Das muss man auch einfach erleben. Wir wollen ja die Einfahrt auch sehen. Genau. Und ein Großteil wird jetzt zum Frühstück gehen. Das haben wir hier nicht gebucht, weil wir sagen, das wollen wir lieber im Camper mal, weil das ist ja auch wieder relativ teuer gewesen. Und sagt man, ach nee. Ja, und das ist ja nur, was ist das? Wir sind ja um 10 Uhr sind wir ja schon da, also von daher. Das heißt, wir wollten kurz nach 10 Uhr dann irgendwo gucken, wo wir dann in Oslo uns hinstellen können und erstmal frühstücken können. Genau. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt auch gleich nochmal auf die andere Seite und schauen mal, wie da der Ausblick ist. Genau. So, und das ist die andere Seite. Das sieht man schon. Schön, 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 schön. So,
sind auf dem Sundeck. Also fast oben. Ich glaube, es gibt noch zwei weitere Höhen. Ne? Ja, das sind dann so diese Observation Lounge und so weiter. Und ja. Ja, ja, zwei höher gibt es. Genau, eben gerade. Bis 15. Ja, die Aufnahmen eben gerade habt ihr gesehen. Hat ein bisschen gehockt. Ein bisschen gewindet da oben. Genau, die war auch noch nicht wach. 8 Uhr morgens, wer ist da schon wach? Da hat kein Mensch Bock, wach zu sein und die Technik auch nicht. Ja, wir werden jetzt gleich entweder. Wir genießen sozusagen die Aussicht hier gerade. Genau. Überall sind Häuser, rechts, gut, links ist Erbenmeer Wald, aber rechts sind ganz viele Häuser in den Hang gebaut. Sehr, sehr schön. Genau, wir würden es euch normalerweise zeigen, aber hier sind schon so viele Menschen und die wollen wir nicht aufs Bild haben. Versauen uns ja die ganze Optik. Ja. Und das wollen wir nicht. Also die sind nicht hässlich, ne? Also nicht, dass du es weißt, aber die sollen ja auch ihren Urlaub hier noch genießen und nicht auf irgendwelchen Kameras. Und hinter uns kann keiner sein, außer die, die sich da spiegeln. Für die können wir nichts. Ja. Die dürfen dann mal zugucken. Genau. So, dann sind wir mal gespannt, wie das heute noch so wird. Wir melden uns auf jeden Fall dann erst wieder, wenn wir vom Schiff runter sind. Genau. Vielleicht seht ihr den Weg vom Runterfahren sozusagen. Genau. Dass wir das mit der Actioncam nochmal filmen. Seid gespannt. So, wir haben es geschafft. Wir sind auf norwegischem Grund. Willkommen in Oslo, würde ich sagen. Genau. Hier nochmal einen schönen Blick von einem Ort, den wir euch auf jeden Fall unten einblenden werden. Wir wissen nicht, wie er heißt. Wir gehen hier einfach nämlich irgendwo hin und schauen uns das gar nicht an, wie die Dinger heißen. So eine Festung, ganz nett. Aber wir werden es euch auf jeden Fall sagen. Dann muss man sich vorstellen, dass geradezu hinter den Gebäuden, da steht unsere Fähre. Aber wir können das auch jetzt kurz nochmal einblenden, damit ihr mal seht, wo das ist. Genau. Ja, das haben wir hier auf der Burg natürlich auch. Das erinnert uns jetzt ein bisschen an, jetzt muss ich gucken, an Pisa, ne? An Pisa? Wo so viele Asiaten auf einen Haufen waren. Also so Festungen und so weiter, Schlösser und Burgen und so weiter und so fort. In Europa ist ja total in für die asiatische Bevölkerung mittlerweile geworden. Und ich will mal sagen, man wird da doch sehr viel Asiaten antreffen an diesen Orten. Ja. Mittlerweile. Aber es gibt Schlimmeres. Es könnten Italiener sein. Nein, Spaß. Ja. Die sind ja auch nett. Es gibt aber auch immer Orte, wo es relativ... Wir sind raus aus Oslo und haben gerade das 100er-Schild gesehen. Yeah! Speed-Rausch, würde ich sagen. Voller Geschwindigkeitsrausch hier. Und wir haben auch unseren ersten Schock schon hinter uns. Ja. Also, der Stefan sagt mich jetzt mal, wie lange wir am Parkhaus waren. 1,5 Stunden ungefähr. Also, ja 1,5 Stunden waren es, genau. 160 norwegische Kronen, das entspricht knapp 16 Euro für 1,5 Stunden. Also ganz ehrlich, so teuer haben wir noch nie geparkt. Nein, Rekord aufgestellt, definitiv. Also das geht gar nicht. Also das ist auch völlig übertrieben. Also das kann man auch nicht sagen, dass das, man weiß doch, dass Norwegen teuer ist. Nee, also sorry Leute, 1,5 Stunden. So einen Preis aufzurufen,
das geht gar nicht. Aber viel zu teuer. Wir fahren da jetzt auch weg. Wir sind nämlich jetzt auf der E18. Jo. Richtung, keine Ahnung wohin. Also sie geht wohl nach Kristiansand, da fahren wir jetzt nicht hin, sondern wir wollen nach Fradal, glaube ich, ist das. Fradal, genau. Wir machen den Bogen unterhalb rum. Mal sehen. Genau, soll eine schönere Ecke sein. Mindestens sah es so aus. Ob das der richtige Stand ist, das wissen wir nicht. Aber wir werden euch entsprechend dann informieren. Was wir heute noch machen müssen, ist auf jeden Fall einkaufen und uns dann auch ein Schlafplätzchen suchen. Oder ein Entspannungsplätzchen, wie auch immer. Genau, wir sehen mal an, was das dann wird. Ja, wir fahren jetzt so umher und ich denke mal, entweder haben wir einen tollen Spot, wo wir zur Not auf mal irgendwann frühstücken, weil es ist schon um 12 Uhr, man könnte irgendwann auch mal frühstücken. Ja. Ja, aber das wird jetzt noch nicht sein, weil wir jetzt auf der Autobahn sind. Aber soweit wir dann runter sind, gucken wir mal, wenn wir einen Platz finden, frühstücken wir. Tolle Regenbogen hier. Gemalt auf einer Brücke. Toll, interessant. Sieht echt super aus. Ja, und wie gesagt, entweder melden wir uns von dort oder wenn wir in dem nächsten Ort sind, wo wir einkaufen wollen. Lasst euch überraschen, wir lassen es uns auch. Bis dahin. Wir haben spontan einen Zwischenstopp gemacht. Warum, weshalb, wieso, das seht ihr gleich. Winkt da irgendeiner? Huhu. Genau, da winkt er. Und zwar, ich glaube, man hört es noch nicht. Nee, ich glaube, das kommt aber gleich. Ja, weil das haben wir durch Zufall, beziehungsweise Stefan hat durch Zufall das entdeckt. Bin über eine Brücke rübergefahren und habe gedacht, oh! Und dann kam auf einmal mein Handy, was quatscht. Genau, ich glaube... Weiter auf Blabla, aber nein. Nee, und dann kam der Parkplatz und dann haben wir gesagt, oh, wir sollten uns das mal genauer anschauen. Genau. Das tun wir jetzt. Achso, wir werden sogar noch rübergefahren. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht überfahren werden, weil die... Ja, das wäre dann sehr doof. Die fahren nämlich hier wie besenkt und anscheinend kann man dort... Auch hin, die Frage ist nur, von welcher... Seite aus. So, und ihr seht es. Ich würde ja, sagen, da lang. Und ihr seht es ja noch nicht, aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. So. Hier seht ihr ihn. Willkommen im Wasser. Hoppala, ich habe gerade eine Muschel aus Versehen zerstört. Na toll. Ja, da hinten sind Angler. Denn es gibt hier tatsächlich auch Fische. Die haben wir schon gesehen, ja. Genau, da hinten ist auch ein Campingplatz. Oder da, wo man stehen kann. So genau wissen wir es nicht. Aber das sieht schon genial aus. Und weit und breit ist hier nichts. Dementsprechend lässt Stefan einfach mal etwas in den Himmel jagen. Fehlt hier oben irgendwas. Das Dach ist so nackig. Und da drin liegt irgendetwas, was da nicht reingehört. Ja, ganz einfacher Grund. Wir haben ja nur 2 Meter Höhe für die Fähre gehabt. Und auch wenn es gereicht hat, haben wir gesagt, ah, sicher, sicher. Wir bauen es lieber ab. Deshalb liegt es da jetzt drin. Und da wir jetzt gerade diesen Parkplatz gefunden haben, sagen wir uns jetzt ab damit wieder die Solarplatte drauf, damit, wenn wir irgendwo stehen, auch sagen können, ein bisschen Strom produzieren. Genau.
So, die ersten, glaube 200 Kilometer, 250 Kilometer haben wir hinter uns. War eine ordentliche Reise. Wir sind irgendwo bei Verdal oder Fradal, keine Ahnung wie das Ding heißt. Wir blenden es wieder ein, damit ihr es wisst. Und haben jetzt einen Stellplatz dank Park4Night. Blenden wir dann auch mal die GPS-Koordinaten. Wie nennt ihr das dann? GPS-Koordinaten, ja. Die werden wir mal einblenden, damit ihr wisst, wo wir ungefähr sind. Wir sind so fertig. Okay, einmal sind wir heute sehr früh aufgestanden. Denn es ist pisswarm, obwohl wir eigentlich gar nicht von pisswarm reden dürfen, weil wir kennen das viel wärmer, aber es ist für Norwegen halt sehr warm. Es ist schwül, das ist das Problem. Ja, schwül ist es. Und naja. Jetzt sind wir angekommen. Haben gerade alles ein bisschen geräumt. Ja, alles wieder vorne gelandet. So sieht das nämlich aus. Fliegengitter ist drin, ganz wichtig. Weil ich weiß nicht, ob man dich. So, du bist jetzt sehr weit weg, mein Mikrofon ist da. Der hat nämlich ein eigenes Mikrofon da hinten irgendwo. Muss er nur gucken, wo der Rest ist. Nun ja, da ich ja auch noch was zu sagen habe, Fliegengitter ist drin, Fliegengitter ist da drin, man kann das ein bisschen durchziehen auch gleich. Ich denke, wir werden uns jetzt was zu essen kochen. Ja, auf jeden Fall. Weil Hunger haben wir nämlich auch, das heißt, gefrühstückt haben wir ja nicht. Wir waren nur zwischendurch einkaufen bei, wie hieß denn das Ding, irgendwas mit 1000 am Ende, wie hieß denn der? Rewe. Also so, naja, es ist sowas wie ich Aldi. Würde sagen Aldi, also ein bisschen mehr schon, aber... Ich sag mal, etwas günstiger, war aber okay, war klein, ich sag mal, aber fein. Wir haben was zu essen bekommen und wir haben uns ein bisschen was Keksmäßiges gekauft mit Schokolade. Das ist natürlich in Norwegen gleich wieder teuer, weil in Norwegen fällt ja diese Zuckersteuer oder sowas extrem ins Gewicht. Und dann. Aber Stefan, ganz ja. Wichtig, wir haben für 16 Euro Schweinefleisch und für morgen Schinken und alles. Wir haben da weitaus mehr als für die anderthalb Stunden parken. Ne? Ja, das ist richtig. Also das war dann doch eine ganze Ecke teurer. Aber egal, wir sind auch im Urlaub, also von daher. Aber wir sind froh, dass wir für heute sagen können. Es ist alles erledigt. Wir können jetzt nur noch in Ruhe kochen, können uns in ganzer Ruhe fertig machen. Und hier ist es, glaube ich, auch ganz ruhig und ja, geparkt und stehen, so wie wir schlafen, tun wir schon. Also wir müssen nicht mehr umparken. Alles ist super. Ja, von daher, wir melden uns später wieder. Genau, nach dem Essen. Nach dem Essen. Denn das filmen wir nicht. Nein. Ja.